Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Town of Light. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll zu dem Spiel. Das ist echt mitreißend. Das geht unter die Haut, finde ich zumindest. Und ja, danke für euren Support in der letzten Folge. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Los, dem Leichenwagen hinterher, bis zum Friedhof. Okay. Ich will nur mal gucken, ob wir hier noch irgendwas abchecken können. Aber ich denke mal nicht. Hinter den Leichenwagen her. Na, wo ist er denn hingefahren? Links oder rechts? Links vielleicht? Hier ist nicht der Friedhof. Okay. Wohin wir auch müssen, liebe Leute. Ich meine, es steht ja auch kein Schild hier ab zum Friedhof, ne? Da hinten ist der Wagen, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Oder? Nee, Grafikbug. Ich glaube aber nicht, dass er hier entlang gefahren ist, oder? Doch. Sehr gut. Eine kleine Abkürzung. Würde ich mal behaupten, dass es eine ist. Jetzt kann sie aber auf einmal schneller gehen, ne? Oder können wir das Wesen, wie auch immer, schneller gehen? Wo sind wir denn jetzt gelandet, bitteschön? Müssen wir überhaupt hier hin? Der Keller. Ja, nicht schlecht. Wir haben einen Keller gefunden. Und das sieht hier alles andere als freundlich aus. Also gehen wir mal lieber wieder. Ah, hier ist ein Zettel. Okay. Kommen wir jetzt irgendwie zum Friedhof hin? Hier schon mal nicht. Hier können wir hoch und runter. War ich hier nicht richtig? Ja, hier ist der Friedhof auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich die Abkürzung nicht nehmen sollen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal eine Abkürzung gefunden. Haben uns den Keller angeschaut. Nice. Kein schöner Ort. Gar kein schöner Ort. So. Hier ist doch der Friedhof, oder?
Waren wir hier nicht schon mal? Hier waren wir schon mal. Ganz am Anfang. Weiter geht's. Hier ist ein Spielplatz. Hier ist das Gewächshaus. Und hier ist der Friedhof. Beziehungsweise hier kommen wir ruckelnderweise zum Friedhof. Echt crazy. Hier ist wieder eine unsichtbare Begrenzung. Ich verstehe es nicht mehr. Hier geht es einfach nicht mehr entlang. Aber hier steht doch, da geht's zum Friedhof. Los, dem Leichenwagen hinterher bis zum Friedhof. Ich bin da jetzt nicht doof, ich bin doch genau hier. Und dann muss ich hier im Weg entlang. Ah, okay. Folgen wir einfach dem Weg, Ben. Wie wär's denn damit? So geht's einfacher. Das war aber jetzt Verzwicktung. Meine Herren. Okay. Das ist Krematorium, glaube ich. Ach nee, das ist einfach nur eine Mauer. Alles klar. Wo zur Hölle ist der Friedhof? Oh, wir kommen langsam dem Friedhof nahe. Näher. Eieiei. Was für ein Weg auch, ne? Lex mir an der Fürstung. Sieht mir doch schon ganz nach Friedhof hier aus, oder? Ne. Ja, ein Gemüsebeet. Oh? Gemüsebeet, Gemüsegarten. Auch nicht schlecht. Haben wir auch gefunden. Was geht? Ja, das war's dann aber auch hier. Mal wieder raus.
Außer eine Belohnung gab's hier nichts. Eine Trophäe, Belohnung, sage ich schon. Ist ein sehr langer Weg. Hier ist Ende. Und hier geht's rein. Der Friedhof, ja. Okay. Hier ist der Leichenwagen. Hier ist eine Puppe. Nicht zu vergessen. Aber erstmal nochmal eine Runde gehen und gucken. Alles klar. Hier ist unsere Puppe, oder? Das ist Charlotte. Meine Stimme, mein Augenlicht, mein Gehör, meine Seele. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Ja, wo denn spielen gehen? Ist hier die Frage. Lass uns einmal noch zusammen spielen gehen. Vor allen Dingen ist es jetzt einfach mal stockduster geworden. Okay. Lass uns einmal noch zusammen spielen gehen. Meine Stimme, damit ich was sage? Sinnloses Zeug. Damit ich die anderen verletze und mich in Schwierigkeiten bringe. Folge einfach mal den Lichtern. Augen, damit ich die Verzweiflung der Menschen sehe. Oder im Spiegel ein Schatten von dem, was ich einmal war. Oh shit, Mann. Oh shit. Hol uns zu fressen. Sie töten mich langsam. Jeden Tag ein kleines Stück. Okay, links entlang. Ohren, damit ich schreie. Delirium, Bedrohung, falsche Versprechen höre. Es wird alles gut. Alles geht vorbei. Oh ja. Alles wird gut, genau. Der Standardspruch. Meine Seele nicht fähig zu leben. Nicht fähig, sich in eine Welt anzupassen, in die ich nicht gehört. Ich war immer weit weg von dieser Welt. Entfernte mich immer mehr. War das ein Schuss? Keine Sprüche mehr. Haben wir einen vergessen? Ich denke nicht, oder? Egal.
Okay. Lass uns was muss ich machen? Zusammen spielen gehen. Wo? Okay, hier ist ein Spielplatz. War doch hier, oder? Quietsch, quietsch, quietsch. Okay. Ich wünsche mir nicht mehr sprechen zu können. Ich wünsche mir nicht mehr sehen zu können. Ich wünsche mir nicht mehr hören zu können. Ich wünsche mir, mich selbst zu verlieren. Für immer. Oh oh. Nein, 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 nein. Nein. Was geschieht denn jetzt, bitteschön? Oh shit. Wir haben die Puppe getötet. Okay, was auch immer hier abgeht jetzt, sind wir anscheinend wieder in der Grundschule. Wieder voll auf den Trip, würde ich sagen. Das Singen geht mir so auf den Sack, das geht mir so auf den Sack. Gott, nee, ey. Was hier wieder abgeht. Ich hab keine Ahnung. Wir leben hier in 17 verschiedenen Welten. Wisst ihr, was ich meine? Da ist halt nicht so einfach, mal hinterher zu kommen. Oh Gott, nein, lauf, 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 lauf. Die halten ja die Hände raus. Oh Gott, nee, was ist hier los, Mann? Psycho! Meine Schulkameradinnen im Licht. 1 von 17, okay. Muss jetzt hier 17 Bilder finden, wollt ihr mich verarschen? René ist höflich zu Don Gino, aber er macht mir immer Angst. Okay.
Bilder suchen leicht gemacht. Aber was soll ich jetzt hier machen? Eine Katze kriecht durch meinen Mund, frisst mich von innen auf. Keine sichtbaren Spuren. Aber wenigstens das. Dann haben wir da nochmal Glück gehabt. Also keine sichtbaren Spuren, danke dafür. Das haben wir schon. Haben wir doch schon die halbe Miete raus. Keine sichtbaren Spuren. Alles gut. Stellen wir uns auch so an. Okay. Oh Mann. Dann gehen wir mal hier entlang, würde ich sagen. Hier rechts ist nichts mehr. Da weiß ich, dass es mit den Katzen. Das wissen wir schon mal. Dann geht's hier runter. Und hier ist das nächste Bild. Don Gino weiß alles. Er spricht mit Gott, der ihm eine Menge Sachen erzählt. Also wenn wir wirklich 17 Bilder finden müssen... Ich mache viele schlechte Sachen. In der Schule lernt man viel. Davon. Und deshalb Mama weiß hingehen. Trotzdem alles. Sonst lernt man. Okay. Machen wir noch die Bilder fertig, würde ich sagen. Und danach, kurz vor dem letzten Bild, mache ich einen Cut. Habe ich das jetzt nicht aktiviert? Muss ich da länger drauf gucken? Ein schwarzer Vogel pickt sich Fressen aus meinem Kopf. Darum tut er auch so höllisch weh. Ja. Logisch. Noch 10 Bilder, glaube ich. Oh, hier ist noch eins. Meine Puppe Charlotte ist so hübsch, so lieb. René ist überhaupt nicht lieb. Als ich noch ganz klein war, habe ich fast nie geschlafen. Arme Mama. Ja, soll ich dazu noch sagen? Arme Mama, zu Recht. Ist so freundlich. Ich bin schlecht und böse, weil ich nicht höflich bin. Aha. Herr Onofrio hilft Mama. Was würden wir sonst tun? Ist auch noch ein Bild? Mama muss immer arbeiten. Denn im Winter wird es oft sehr kalt. Ja. Da hat sie wohl nicht Unrecht, dass es im Winter kalt wird. Hm. Das Labyrinth des Grauens. Hier haben wir wieder ein Bild. Als ich noch ganz klein war, habe ich fast nichts gegessen. Arme Mama. Noch 4. Okay, gehen wir nochmal hoch hier. Jei, jei. Jei, mein Gott, was für ein Labyrinth hier, ey. Ich bin nicht wie die anderen. Warum, Mama? Warum? Noch 3. In diesen Irrgarten, wo man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Gehen wir mal da entlang, würde ich mal behaupten. Oder hier. Oder hier. Hier geht's aber wieder nach ganz oben. Ah.
Mann. Bilder suchen leicht gemacht, würde ich mal behaupten. Von hier kamen wir. Waren wir schon hier oben? Hä? Hier geht's hoch und danach wieder runter. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt finden wir die Bilder viel besser. Ich sehe nichts mehr. Wollt ihr mich verarschen? Was ist passiert? Ja, gute Frage. Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich sehe auch kein Licht, also. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Okay. Ja, passend dazu, ich würde doch meinen mein Controller leeren. Nice. Was geht jetzt hier ab? Laden? Okay. Meine, wir haben nur 3 Bilder haben wir nicht bekommen, ne? Echt tragisch. Echt tragisch. Ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen, ne? Echt, was da in dem Spiel abgeht, ich bin geflasht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich bin nicht oft sprachlos, aber jetzt bin ich sprachlos. Aber wir können immer noch keine Pause machen. Das ist belastend. Das ist belastend. Bin wieder festgefesselt. Wieder am Bett gefesselt, wollte ich eigentlich sagen. Die Arme, ehrlich. Hä? Weil ich sie da mal nicht. Jetzt ist es dunkel, jetzt wird es wieder hell. Okay. Jetzt ist es wieder stockeduster. Jetzt rollen wir weiter. Oh no. Ab in den Aufzug, okay. Wohlbemerkt, ich kann keine Pause machen, deswegen kann ich das schlecht cutten hier. Hätten wir es eben noch bei den Bildern gemacht. Naja. Man kann nicht alles haben. Wohin werden wir geführt, bitteschön? Wohin? Wohin geht die Reise? Oh Gott. Oh oh.
ist nur noch Kopfschütteln angesagt. Nur noch Kopfschütteln. Okay, liebe Leute, machen wir hier den Cut. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschalten. Ich hoffe, es hat sich genauso gut geflasht wie bei mir. Bis zur nächsten Folge. Hauen Sie rein.